Das ist echt Wahnsinn. So, wir fahren hier mit einer Seilbahn durch das Gebirge von Galala. Das Gebirge von Galala. Wir zwei, ne? Wir filmen zu zweit, wir sind echt gut. Das sieht man jetzt gar nicht mal hier oben. Galala, das ist die Universitäten, also es ist erstmal die Straße durch die Berge von Safarana hinter nach Ain Sokhna. Diese Straße unten am Meer entlang, die wurde ja ein bisschen entschärft, indem eben die Autobahn durch die Berge durchgesprengt wurde. Und gleichzeitig wurde eine Universitätenstadt Galala City gebaut. Das sieht eigentlich von vorne schon ziemlich fertig aus. Aber welcome to the cable car. Please follow the instructions from the operation team and keep the cabin balanced while entering and leaving the station. Also please note that operator may reduce the speed to help elder people to ride the lift. We wish you an enjoyable trip. السادة الركاب مرحبا بكم في كليفريك الجلالة. برجاء اتباع تعليمات فريق التشغيل والحفاظ على توازن الكابينة أثناء الرحلة. ويرجى العلم أنه قد يتم تقليل السرعة أثناء التشغيل في حالة صعوبة كبار السن. نتمنى لكم رحلة ممتعة. Also ihr sollt mir bitte helfen bei einem Aussteigen. Alten Leuten soll man helfen, ne? Hat er gesagt? Dann müsst ihr mir helfen. Hallo, ich bin kurz Also 20 Minuten dauert die Fahrt. Ich schalte mich gleich wieder ein. Nee, du siehst den Anfang nicht. Also hier oben geht's los. Aber das sieht man nicht, ne? Da geht's jetzt ein Stück runter. Die Berge sind halt hier. Ja. Ein bisschen rauf und runter. Und jetzt fahren wir hier über den Hügel. Ich meine, jeder will, das war eine österreichische Firma. Und die Firma heißt Poma. Wie Puma, nur Poma. Und über den Hügel sehen wir das Meer. Wir haben, also ich war mir auch nicht sicher, dass sie wirklich läuft, ne? Aber sie läuft. Ich hab nur keine. Aber finde ich, wie flexibel der jetzt war, dass er uns überhaupt einsteigen lassen. Ja, siehst du mal. Sogar in der Musik gibt es jetzt eine Steigerung. Dramaturgisch optimal gelöst. Womit ihr will? Ja, aber ist das alles eine Stadt jetzt? Nein, nee. Das unten ist Ain Sokhna. Ain Sokhna, das ist... Eine Stadt Ain, Sokhna, Ain ist das Auge und Sokhna heißt eigentlich heiß. Also mich wundert es, weil Sokhna ist weiblich. Ich weiß nicht, ob meine Übersetzung richtig ist. Heißes Auge, das kann natürlich gut sein, weil wir sind ja hier am Meer, wo es sehr heiß ist. Ne? Ja. Und das ist die Verbindung zwischen Ain Sokhna, das ist ein touristisches Gebiet tatsächlich für Leute aus Kairo, die da hinfahren und Urlaub machen. Und oben Galala, die Universitätenstadt. Das ist natürlich genial für die Leute, die in Galala wohnen, dass sie schnell in Sokhna sind. Aber so rum kann man ja gar nicht fahren. Ne? Das ist ja natürlich auch ein Quatsch. Wobei, die müssen ja oben auch wieder einsteigen. Also es gibt normalerweise nur die Rückfahrkarten von unten Ain Sokhna hoch nach Galala City und wieder zurück. Ja. Ich glaube, ab heute werden die sich überlegen, dass sie das andersrum machen. Das ist Monatskarte. Jumbo hat Monatskarte. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil es macht natürlich mehr Sinn für die Leute, die oben in Galala wohnen, dass sie schnell runterkommen. Ans Meer, ja. Ja, ans Meer, mal schnell Nachmittag baden gehen und dann wieder hochfahren und studieren. Was ich auch gut finde, ist, dass der Boden zu ist. Ja, also wir sind, hier sind drei nicht höhentaugliche drinnen und wir haben alle den Mut, ich bedanke mich, darf ich euch filmen? Ja, sicher. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, die filmen alle selber, dass sie trotz offen, dass hier alles offen ist, du kannst draußen winken, dass ihr mitgefahren seid, weil, aber es ist wirklich voll unspektakulär. Also ich habe auch wirklich keinerlei Angst. Habt ihr jetzt Angst irgendwie? Nee. Bauchschmerzen oder sonst was? Wir sind sogar aufgestanden. Guckt mal, wir sind also aufgestanden. Das mache ich übrigens niemals im Riesenrad. Und es ist ja auch gar nicht so weit weg vom Boden. Also wenn es runterplumpst, brechen wir uns ein paar Knochen, aber wir leben noch. Na, denkt man nicht.
ist phasenweise. Guck mal hier, da geht es ein bisschen runter. Ja. Ein bisschen sehr viel runter. Die Huckel, das sind immer die schönen, wo der Andrea sagt, oh, jetzt ist ein Seil gerissen. Ganz schlechter Spruch. Für die Iris, ganz schlecht. Ja, ja. Aber jetzt sind wir in einer Spalte, ne? Also da fliegen wir schon in eine Gletscherspalte. Da fand ich meine Alte. Das wird heftig. Das geht jetzt gleich runter. Nee. Oh, nee, das wird geil. Och, das sieht ja echt. Oh. Mein Gott, hat sich das verändert. Ich darf nicht wackeln, ne? Ja. Wir schaukeln jetzt ein bisschen. Also ich bin hier drin, ne? Ich bemühe mich. Ja, aber ich habe jetzt Angst, dass sie das tut. Na, das tut doch nicht. Das sieht ja schon richtig heiß aus, wa? Wow. Aber die Stadt ist nicht neu. Nee, aber viel Neues dazugekommen. Also unter einem Sochner haben wir eigentlich nur eine Hotelanlage kennengelernt. Das ist ja Wahnsinn, was da gebaut wurde. Da unten ist eine komplette Hotelanlage mit Rutschenpark. Schau mal hier. Da ist Rutschenpark rechts, da ist ein kompletter Hafen. Das ist ja echt toll. Ja, und viele Boote liegen da noch nicht? Nee. Und die Straßen da unten schauen alle schlecht aus. Ja. Durch das, dass wir jetzt nur noch durch Galala fahren. Dear passengers, welcome to the cable car. Please follow the instructions from the operation team and keep the cabin balanced while entering and leaving the station. Also, please note the operator may reduce the speed to help elder people to ride the lift. We wish you an enjoyable trip. السادة الركاب مرحبا بكم في كليفريك الجلالة. برجاء اتباع تعليمات فريق التشغيل والحفاظ على توازن الكابينة أثناء الرحلة. ويرجى العلم أنه قد يتم تقليل السرعة أثناء التشغيل في حالة صعود كبار السن. أتمنى لكم رحلة ممتعة. Das ist ja echt toll. Da ist bestimmt eine Skihalle. Das nächste Mal wieder, wenn hier Schnee liegt. Okay. Oh, da fahren vier Leute hoch, schau mal. Also anscheinend. War nicht schneller wie mir. Nee. Anscheinend fahren da doch ab und zu auch Leute rauf. So, und das ist der Cable Park, also Car Cable Park. Den haben wir auch gefunden. Und den wollte der mir ja die ganze Zeit zeigen. Oder hinfahren. Und ich habe immer wieder ausgemacht und habe gesagt, nee, das ist nicht richtig. Ja, meine Lieben, das ist die Coastal Road früher gewesen. Die Coastal Road, wo so viele Unfälle passiert sind, weil es einspurig war. Also sogar diese Strecke haben sie neu gemacht. Ich glaube, wir fahren nächstes Mal nach Kairo. An der Coastal Road lang, nicht nur nach El Galala. Weil das hier ist das Galala Resort. Steht da, schau mal. Das ist ja echt klasse. Tja, meine Lieben, da schauen wir jetzt mal, wie wir das mit einbauen in unsere Touren. Tschüss!